Hallo, ich bin Shelly, hinter der Kamera ist Sepp und willkommen zu unserem Kanal. Heute wollen wir für euch einen Stuhl basteln. Dafür haben wir hier Sachen auf den Tisch liegen, weil ihr wisst ganz genau, was wir für dieses Projekt benötigen, könnt ihr unten in der Beschreibung genau lesen. Als erstes wollen wir die Löcher anreißen für diese Stäbel, dass man die reinmachen kann, weil wir bohren jetzt mit der Forschnerbohren. Als erstes messen wir erstmal 1,8 mm runter und dann 31,8 mm unter. Jetzt mache ich das Zwinger weg und jetzt muss ich diese Beine drehen. Und zwar drehe ich zwei nach links einmal und zwei nach rechts einmal. Und dann schiebe ich die wieder zusammen. Und hier muss ich jetzt wieder markieren. Und zwar einmal bei 7,5 cm und dann bei 37,5 cm. Nun müssen wir die Mitte von dieser Linie finden. Und zwar ist unser Holz 4 cm breit, das heißt bei 2 cm können wir dann einen Strich machen. Und hier ist die Mitte von der Forstnerbohre, das heißt wir bohren jetzt die Löcher mit der Forstnerbohre rein. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, muss einfach hier die Bohrungen so aussehen. Das sind die zwei, die ich nach links drehen muss. Das sind die Bohrungen auf die Seite und die zwei nach rechts drehen. Das sind auch die Bohren auf der anderen Seite. So ist alles prima. Jetzt ist eben so, wir müssen erstmal jetzt alles mit diesen Hölzern zusammenstecken. Wir haben 8 Stück, wir stecken zusammen, so gucken, ob der Stuhl tatsächlich zusammenpasst richtig. Wenn das der Fall ist, dann schleifen wir alles. Wenn wir alles geschliffen haben, brechen wir hier die Kanten, dass es ein bisschen Abrundung an der Kante gibt und dann kann man alles zusammenleimen. Um unsere Beine zusammen zu machen, muss man jeweils einmal von der linken und einmal von der rechten nehmen. Das ist einmal ein Paar und die zwei schieben wir auch zusammen. Die sind auch ein Paar, so können sie dann zusammen. Wir benutzen diese Abstandshalter, die sind 32 cm lang. Die haben wir vorher in der letzten Teil von der Fülle auch benutzt. Das sind nur, dass hier, dass die Stäbe nicht so tief hier reinrutschen, dass wir immer den gleichen Abstand haben. Der Rahmen ist jetzt verleimt. Ich nehme jetzt ein Leinöl und ein Tuch dazu und lasse jetzt einfach das Holz überall ein. Und zwar hier mache ich gar nichts. Das ist ja hier kommt oben dran dann das Sitzteil oder Sitzschnure kommen da oben drauf. Das zeige ich euch ein bisschen später. Jetzt will ich die Sitzfläche von der Hocke machen. Hier habe ich schon eine gemacht, wie ihr sehen kann, wie ich es gespannt habe. Das machen wir genau hier. Ich erkläre es euch gleich Schritt für Schritt, wie man das macht. Und zwar ist das hier eine Spaghetti-Schnur, der ist 5,4 mm stark. Ich habe hier Türkis ausgewählt und ich wollte es euch geschwind zeigen.
Hier sieht man es, dass es hohl ist. Das wickeln wir einfach hier in dieses System einfach drumherum und dann gibt es eine stabile Sitzfläche. Das zeige ich euch jetzt. Ich drehe jetzt den Stuhl auf den Kopf. Jetzt möchte ich hier auf dieser Seite hier das Spaghetti-Schnur fixieren, dass hier geradeaus unter drunter erstmal der Schnur rüber geht und dann können wir anfangen, den Stuhl zu wickeln. Jetzt drehe ich den Stuhl richtig rum. So, und jetzt brauche ich die Hilfe von Josef. Der muss herkommen und mir helfen. Jetzt geht der Schnur dreimal oben drüber. Und wir sehen die Schnur, die ist ziemlich elastisch. Wir sehen die Schnur ziemlich eng. Einmal. Zweimal, so weit muss man sein. Und immer sehen. Und dreimal. Und wenn wir dreimal oben drüber sind, dann muss ich auf diese Seite einfach jetzt hier dreimal drumherum gehen. Eins. Immer spannen. Zwei. Drei dreimal drumherum. Und jetzt geht es rüber zum Josef und er darf genau dasselbe tun. Das heißt, er tut hier jetzt dreimal drumherum wickeln. Dabei immer spannen. Eins. Zwei. Drei. Jetzt darf er einmal noch. Das ist jetzt das letzte Mal, wo wir gehen jetzt dreimal hin und her. Das heißt jetzt wieder eins. Zwei. Vier. Und drei. So, bevor ich hier meine dreimal wieder hier einfach drumherum, schiebe ich alles ein bisschen rauf. Man muss immer gucken, dass es gut aufgeschoben ist. Weil zum Schluss wollen wir auch dreimal. Das geht genau auf, aber es darf keinen Platz und es muss schön spannen. Jetzt gehen wir nochmal dreimal hier oben drüber. Jetzt sind wir fertig mit dem Wickeln. Jetzt stelle ich einfach den Stuhl auf den Kopf und tue unter drunter mit der Schraube wieder das Schnur festmachen. Und hier ist der fertige Stuhl. Vergiss noch nicht abonnieren und liken und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao!